Von wegen Liebespakt. Während alle anderen Love Island-Bewohner in der Villa knattern, was das Zeug hält, halten sich Annika und André vornehm zurück. Weil es bei beiden keine Liebe auf den ersten Blick ist und sie sich später absprechen, den jeweils anderen bei der nächsten Paarungszeremonie zu wählen, gelten sie bei den Bewohnern als Fake. Jetzt ist die RTL2-Kuppelshow Geschichte. Aber der angebliche Liebespakt zwischen André und Annika nicht. Ganz im Gegenteil. Denn ohne Kameras lassen die beiden alle Hemmungen fallen. Wir haben Sex. Das wollten wir nicht. Ja, okay. Ehrlicherweise, wir haben was Offenes am Laufen. Wie war denn das erste Mal? Erlösung. So. Und was ist mit Liebe? Weil wir waren 2 Wochen, haben wir uns kennengelernt. Und wir können natürlich nicht sagen, dass es eine Beziehung ist. Also in der Realität ist es auch Sex nicht so. Sexbeziehung. Es läuft gut. Freundschaft plus? Eine richtige Partnerschaft nicht ausgeschlossen? Nein, ich werde in einer Woche 30. Und es ist einfach so, ich glaube, in dem Alter, es dauert länger als 1-2 Monate, dass du sagst, okay, wir sind fest zusammen. Wir stehen in Kontakt. Ich mag dieses Mädchen neben mir. Sie ist cool und mit ihr kann man Spaß haben. Alles ist top und so. Und ich lasse es immer noch langsam angehen. Heißt das neue Love Island Traumpaar also nicht mehr Milena, sondern bald Anandré? Von wegen Liebespakt. Während alle anderen Love Island-Bewohner in der Villa knattern, was das Zeug hält, halten sich Annika und André vornehm zurück. Weil es bei beiden keine Liebe auf den ersten Blick ist und sie sich später absprechen, den jeweils anderen bei der nächsten Paarungszeremonie zu wählen, gelten sie bei den Bewohnern als Fake. Jetzt ist die RTL2-Kuppelshow Geschichte. Aber der angebliche Liebespakt zwischen André und Annika nicht. Ganz im Gegenteil. Denn ohne Kameras lassen die beiden alle Hemmungen fallen. Wir haben Sex. Das wollten wir nicht. Ja, okay. Ehrlicherweise, wir haben was Offenes am Laufen. Wie war denn das erste Mal? Erlösung. So. Und was ist mit Liebe? Weil wir waren 2 Wochen, haben wir uns kennengelernt und wir können natürlich nicht sagen, dass es eine Beziehung ist. Also in der Realität ist es auch nicht so. Sexbeziehung. Es läuft gut. Freundschaft plus? Eine richtige Partnerschaft nicht ausgeschlossen? Nein, ich werde in einer Woche 30 und es ist einfach so, ich glaube in dem Alter, es dauert länger als 1-2 Monate, dass du sagst, okay, wir sind fest zusammen. Wir stehen in Kontakt. Ich mag dieses Mädchen neben mir. Sie ist cool und mit ihr kann man Spaß haben. Alles ist top und so. Und ich lasse es immer noch langsam angehen. Heißt das neue Love Island Traumpaar also nicht mehr Milena, sondern bald Anandré?